Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu einem weiteren FAQ, was ich monatlich am ersten Samstag hochlade. Falls du eine Frage an mich hast, egal ob zur Formel 1, zu meiner Person oder zu meinem Kanal, stell sie mir mit dem Hashtag FragMike davor. Dieses Mal kann ich nicht auf alle Fragen eingehen, da ihr mir wirklich so viele gestellt habt. Versucht es einfach weiterhin. Wir haben heute mal etwas anderes. Heute ist ein Gast dabei, nämlich der Hunzel. Hallo. Der Hunzel ist derjenige, der uns in der Formel 1 Chaotenliga zurzeit alle in Grund und Boden fährt. Und das habe ich jetzt so gemacht. Ab Juli wird nämlich bis zum Jahresende jedes Mal ein anderer Gast dabei sein. Und im Hintergrund seht ihr gerade Ausschnitte des Belgien Grand Prix, den wir am Mittwoch gefahren sind. Okay, Hunzel, ready? Ich bin richtig ready. Okay, wunderbar. Dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die kommt von unserem Kumpel Küki. Schöne Grüße gehen raus. Hashtag frag Mike. Was würdest du von Einheitsmotoren halten? Die Frage gebe ich doch gleich mal an Hunzel weiter. Schön, Einheitsmotoren. Würde ich eigentlich eher gesagt gar nichts von halten, weil dann ist die Arbeit an sich ja für die Cuts, was sie jetzt machen. Also die haben ja jetzt schon was aufgebaut. Klar, ist für kleinere Teams Vorteil, aber jetzt für große Teams wie Mercedes, Ferrari oder gut, Renault kann man auch ein großes Team nehmen, McLaren eigentlich, weiß ich nicht. Ja, also ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil der Einheitsmotor, für alle diejenigen, die es nicht wissen, das ist sozusagen die jetzige Motorenkombination. Allerdings wird dann die MGUH, der große Elektromotor, der auch gleichzeitig Elektromotor und auch Generator ist und mit dem Turbolader zusammen kombiniert ist, der wird abgeschafft und das ist der wahre Soundkiller. Deswegen wollte Liberty Media den auch weg haben. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht mal so scheiße, weil dann ist auch wieder mal ein bisschen natürlicherer Sound wieder dabei, auch ein ziemlich geilerer Sound. Aber wie gesagt, Leute, unsere Meinungen hier, die müsst ihr nicht unbedingt teilen. Ne? Okay, weiterhin fragt er. Also die Teams dürfen aber alles andere weiterentwickeln wie gewohnt. Und noch eine Frage. Was hältst du davon, wenn man kein Quali mehr fahren würde, sondern die Teams in umgekehrter Weltmeisterschaftsliste fahren würde? Bringt das nicht mal etwas mehr Spannung ins Rennen? Da fange ich mal an. Also ehrlich gesagt, auf die Idee müsste man erst einmal kommen, aber die Idee an sich, Cookie, finde ich ziemlich nice. Stell dir mal vor, du startest als Sauber oder beziehungsweise als Williams von der Pole Position und Hamilton ist ganz hinten. Das könnte mal beweisen, ja, alles klar. Mal gucken, ob der Weltmeister sich durchs Feld flügen kann und wie weit kann denn, wohl sagen wir mal, Williams die Pole halten. Hunzel, was meinst du? Ich glaube, zurzeit wird es keinen Sinn machen. Das letzte Rennen, Le Castellet gesehen, dass Ferrari oder hier Vettel ohne Probleme vorbeigekommen sind. Den Fahrzeugen war einfach so ab Platz 7, ne? So die ersten, die Renaults und was das Mittelfeld, was so kommt, sind einfach zu langsam. Also würde nichts bringen. Also es müsste eigentlich, das Feld komplett müsste viel, viel enger sein. Dann wäre es reizvoller. Aber so, dass einfach Ferrari, Mercedes gefühlt pro Runde 2-3 Sekunden schneller sind, also auf Renndistanz, bringt das nichts. Okay, gut, Cookie. Jetzt weißt du wenigstens Bescheid. Die nächste Frage kommt von Janni BBA. Hashtag frag Mike. Wie sieht eigentlich der Alltag für einen Formel-1-Fahrer wie zum Beispiel Vettel aus? Haben die Fahrer auch mal Zeit zu Hause, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen? Immerhin ist fast alle zwei Wochen ein weiteres Rennen am anderen Ende der Welt. Da hast du recht, aber ich gebe das mal anhand vom Beispiel Sirotkin. Sirotkin zum Beispiel fährt ja seine Debütsaison in der Formel 1 und der ist fast jeden Tag in der Fabrik. Aber eins weiß ich ganz genau, Vettel zum Beispiel ist zweifacher Vater und der verbringt auch hin und wieder mal Zeit in der Fabrik. Und klar, in der vierwöchigen Sommerpause hat er definitiv mehr Zeit, sich um die Familie zu kümmern. Hunzel? Ja, weiß ich ja nicht, ne? Hab keine Ahnung, wie die leben, aber ich denke schon, dass sie schon Zeit finden für Familie oder sowas und Vater. Aber jetzt gerade jetzt bei diesen Rennen wie letzte Woche Lucaslee, jetzt Österreich und nächste Woche oder wann auch immer. Ja, da hat bisschen auf Achse. Aber wenn man zwei Wochen eine Rennpause hat, hast du, glaube ich, auch mal Zeit für von mir. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Da müsste man den Vettel oder sowas mal fragen. Okay, alles klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Sukra. Hashtag fragt Mike. Es gab in der Vergangenheit viele Teams in der Formel 1, denen das Geld ausging und sie deswegen aufgeben mussten. Wenn du eines dieser Teams wieder in die Formel 1 bringen könntest, welches wäre es? Da fange ich mal an. Da würde ich doch ganz klar Männer nehmen, weil Männer konnte in letzter Zeit oder beziehungsweise in der Zeit, wo sie noch aktiv dabei waren, konnten sie so ansatzweise mithalten. Nicht so wie, sagen wir mal, HRT oder Caterham oder Virgin oder wie sie alle heißen. Die konnten nicht ansatzweise mithalten. Also wenn ich ein Team wählen müsste oder wählen dürfte, dann wäre es Männer. Hunzel? Minardi. Minardi, auch eine interessante Idee. Das ist wirklich old but gold, aber die anderen, dann hast du recht. Auch Männer war schon eigentlich so das Team, was es ging. Wie ich nur sagen, die Jahre, glaube ich, 2010 rum, da hatten wir, glaube ich, wirklich ja Virgin, Caterham, HRT und die sind ja wirklich ja noch um die letzte Wurst gefahren da hinten. Goldene Ananas sind sie gefahren. Ja, ganz genau. Man muss auch sagen, Männer hat ja auch den Mercedes-Motor und da haben die auch mal mit viel Glück auch mal einen Punkt oder auch mal zwei mitnehmen können. Auch zum Beispiel dank Wehrlein, zum Beispiel in Österreich.
Richtig. So, die nächste Frage kommt von ADDE F1 Videos. Hashtag fragt Mike, wird die blaue Flagge je abgeschafft? Sind die heutigen Boliden nun einfacher als früher zu fahren oder nicht, wenn man Kurven mit Vollgas fahren kann? Wenn die blaue Flagge abgeschafft werden könnte, was Charlie Whiting ja mal erwähnt hat, wie soll man den Überrundenden signalisieren, dass ein schnelleres Auto hinter ihm ist? Wie soll das gehen? Digital macht man es ja oder mit einer Flagge? Also ich halte davon nicht viel. Was ist mit dir? Du musst es ja signalisieren. Der Überrundende weiß ja nicht unbedingt, dass da einer jetzt von hinten kommt, weil du guckst ja nicht 24/7 auf den Rückspiegel, ne? Das ist auch richtig. Wenn es die Flaggen nicht gäbe, dann ja, man muss es mindestens auf dem Display einblenden. Sehe ich auch so. Und zu deiner zweiten Frage, ob die Boliden heute einfacher zu fahren sind. Ich gehe mal sehr stark davon aus, ja. Und man kann auch gewisse Kurven auch mit Vollgas fahren. Also ja, ich denke schon, dass man das kann. Was meinst du, Hunsel? Ja, gerade der Kurvenspeed hat sich ja deutlich erhöht. Man sieht ja, was sie für Zeiten fahren. Genau. Österreich, also wenn es gut läuft, knapp eine Minute. Ja. Also Kurvenlage durch die breiten Reifen und das größere Chassis einfach angenehmer zu fahren. Aber wie es wirklich zu fahren ist, keine Ahnung, wir sind ja keine Rennfahrer, nur Online-Rennfahrer. Ne? Ganz genau. Die nächste Frage kommt von Olli2407. Hashtag fragt Mike, was denkst du, was für Ergebnisse Charles Leclerc erzielen wird für Ferrari fährt? Weiß ich nicht, also fährt jetzt schon gute Zeiten, ne? Also gute Platzierung. Ich denke mal, oh Gott, also er bräuchte, denke ich mal, ein Jahr, damit er dann wirklich um Platz 1 fangen würde. Oder ist halt sowas wie Lewis Hamilton, der auch gleich im Debütsaison Platz 1 fangen konnte. Weiß ich nicht. Da wäre was dran. Also ich denke, das Ganze ist wie folgt. Man weiß ja mittlerweile, dass Leclerc also eine Art Wunderkind ist. Und er fährt im unterlegenen Sauber, fährt er konsequent in die Punkte. Wenn er das so weitermacht, dann könnte der auf jeden Fall ums Podium mitfahren. Das ist zumindest meine Meinung. So, die nächste Frage kommt von ItsCrafterPVP. Hashtag fragt Mike. Hallo Mike, wer hat deiner Meinung nach zurzeit den besten Motor? Ich denke mal, die Frage ist relativ eindeutig. Das kann ja nur Mercedes sein. Hunsel? Ja, aber Ferrari. Also ich denke mal, inzwischen sind die beiden ziemlich auf Augenhöhe. Ja, also Mercedes noch mit einem kleinen Tick vorne, aber ansonsten Ferrari dicht auf den Fersen. Die nächste Frage kommt von Valentin. Hashtag fragt Mike, glaubst du, wenn Grosjean weiter solche Fehler macht, dass er halt in jedem Rennen crasht, dass er bald von dem Team rausgeworfen werden kann? Das kann unter schlimmsten Bedingungen wirklich passieren. Erinnern wir uns mal an 2012 und Spa, was er damals für einen heftigen Startcrash verursacht hat. Und danach hat er erstmal eine Rennsperre in Monza bekommen. Also ich denke mal, noch hält man an ihm fest, aber wenn er weiterhin solche Fehler macht, könnte das wohl seine letzte Saison sein, Hunzel? Also, hätte nie erwartet, dass Magnussen ihn so langsam den Rang abfährt. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber wer könnte sonst noch fahren für Haas dann? Weiß ich nicht. Gibt es da überhaupt potenzielle Nachfolger? Naja, Haas ist ja Ferrari. Und wenn man jetzt überlegt, könnte man halt einen Ferrari-Junior da reinstecken. Aber wen? Ja Giovinazzi, wenn, aber... Nee, Giovinazzi fährt für Sauber, das ist schon fest. Ja, Leclerc ja zur Ferrari wechselt, was ja mittlerweile außer Frage steht. Also, er fährt für Ferrari und da sein Platz frei ist, nimmt Giovinazzi das Ganze für ihn ein. Vielleicht wisst ihr rein zufällig was. Schreibt es mal in die Kommentare. So, die letzte Frage für heute kommt von Ice Warrior HD. Hashtag fragt Mike, glaubst du, dass aus Renault mal wieder ein Weltmeisterteam wird, also in 3 bis 5 Jahren und nicht erst in 30 Jahren? PS, bester Formel 1 YouTuber, allgemein natürlich auch bester. Dankeschön fürs Kompliment. Ich denke schon, dass irgendwann mal Renault wieder zurück zu den Wurzeln kommt, da ja Alonso 2005 und 2006 für sie bereits den Weltmeistertitel geholt hat. Ich glaube schon, dass es irgendwann mal soweit wird. Allerdings glaube ich nicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Also wenn, dann halt noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Hunzel, was meinst du? Ja, dem schließe ich mich an. Die wollten, glaube ich, bis 2020 wollten die doch eigentlich, ne? So, ja. Man sieht es ja, ne, wie weit die immer noch weg sind. Ja, es ist schwer für die. Also sie fahren ja aktuell eine sehr gute Saison, muss ich sagen. Ja, sind also vierte Kraft. Also, vierte Kraft. Also sind sozusagen best of the rest sozusagen. Ich glaube, 2021 gibt es auch dieses neue Reglement, ne? Genau. Ich weiß, es kann sein, dass sie ab da dann vielleicht, ich denke mal, jetzt diesen Reglementzyklus. Nein, ich denke mal, wenn das ab dem nächsten, also ab 21, 22 irgendwie so. Genau. So, liebe Leute, das war's mit dem FAQ für diesen Monat. Vergesst nicht, mir Fragen für den August reinzuschreiben und im Hashtag fragt Mike natürlich. Dann bedanke ich mich bei Hunzel erst einmal, dass er sich die Zeit genommen hat. Ja, sehr gerne. Ja, war teuer. Und ja, wir hatten unseren Spaß hier, auf jeden Fall. Und ja, dann vergesst nicht, das Video zu liken und ich würde sagen, haut rein, bis morgen zu einem neuen News-Video und tschüss. Tschüss.